Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bolivisales 5 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor und wir schauen hier zu, wie die Lothringer versuchen, England zu halten, obwohl sie gar keine Armeen in England haben. Also das ist schon eine ganz interessante, oder eine ganz Flotte. Interessanter Krieg. Aber hier kämpfen gerade die Engländer, die Briten. Es sind noch Engländer. Gegen die Niederländer. Und der Hansebund. Ja, der Hansebund. Er hat so da die meisten Soldaten da, aber irgendwie wurde es angezeigt als Niederlande. Gab es nicht schon Friedensverhandlungen oder wollen wir weiter? Warum wollt ihr kapitulieren? Ja. Lothringen noch siegessicher. Lotharingien, Entschuldigung. Die Farbe ist ja auch irgendwie gleich. Es wird schwer sein, sich das zu merken. Nur das Wappen hat sich so wirklich verändert. Ja, wir nehmen das auch nicht so eng. Die Sachsen scheinen so ein bisschen Angst zu haben, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben von unseren Fehlern gelernt. Wir sind immer wieder einfach frontal reingelaufen und haben unsere Kanonen nicht an der Front gehabt, was echt nicht gut war. Wir haben das Gefühl, dass irgendeine andere Nation unser Land regiert. Das Eine ist andere jetzt nicht Nation so gut. Regiert euer Land. Ja. Die. Wir wissen es nicht, aber wir sehen ganze eigenartige Befehle und Kredite aufnehmen. Also das mit den Krediten kann ich ja noch verstehen. Und zwei Korruptionen. Und zufällig haben wir zwei Korruptionen auf einmal. Ja, dann haben wir auch den Anti-Braumeister bei uns. Die Regierung wurde unterwandert. Also genau, das, also wenn man ein Brauerei-Imperium ist, da hätte ich schon ein paar logische Erklärungen für diese Vorgehen. Das ist einfach dann passiert, als man betrunken war. Ja. Der Braumeister Godfrey, der Fünfte. Tarkur. Er ist grausam, aber auch ein inspirierender Anführer. Ja, grausam zu nicht Biertrinkern. Rouse and Rhyme? Ja, wäre eine gute Idee. Ja, dann kommt er, glaube ich, gleich wieder, ne? Ich weiß nicht. Nächste Wahl bei Tod des Herrschers. Das heißt, der muss sich erst totsaufen, um dann ersetzt zu werden. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Aber wenigstens wurden nun die britischen Inseln komplett gesichert. Komplett? Ja, wir könnten eigentlich auch mal, also wir sehen ja ein, dass wir England nicht wirklich verteidigen können. Und eigentlich ist uns England auch ziemlich egal. Warum kämpfen wir denn darum? Aber wir kämpfen nicht darum, aber die Niederlande also, kämpft darum. Also können wir uns England nehmen und dann belassen wir es einfach dabei. Ja, wir wollen auch nicht, dass das euer Untertan wird. Das können wir nicht akzeptieren. Der Untertan auf keinen Fall. Ja, also dann sind wir bereit, euch Sachen in England zu geben. Und in England freizulassen, oder? Ja, gut, dann sind sie sind eh nutzlos, also kann man sie auch freilassen. Dann werde ich mal direkt einen Schrieb vorbereiten. Ja. Sehr gut. So. Das heißt, und dann können wir den Sachsen voll annektieren. Ja, das ist jetzt die Nebenabsprache, die dort mit getroffen wird, oder was? Ich würde vorschlagen, wir treffen uns zu einer kleinen Entscheidungsschlacht und wenn wir sie verlieren, werden wir euch geldlich entlohnen. Und wenn wir gewinnen, wenn ihr gewinnt auch, ne? Ja. Yeah. Also wäre das jetzt als zwei separate Kriege behandelt? War das nicht so? Ja. Ja, zwei separate Kriege. Ich meine, den einen gewinnen wir und den anderen verlieren wir, also. Naja, bisher habt ihr keinen Fuß sächsisches Territorium überhaupt betreten. Ja. Lässt sich ändern, ne? Waren da nicht hier irgendwie schon mal Kämpfe, als der Papststarter kam? Da waren noch zumindest in der Nähe, also. Ja, nee, also ich glaube, keine einzige sächsische Bürger hat jemals einen Herrn aus Lothringen gefunden.
Wir haben ein paar umgebracht. Die Hansa-Archive erinnern sich daran, dass mal Dresden geplündert worden ist von Lothringern. Vor 100 Jahren oder 200. Dresden geplündert? Aber das haben die Sachsen bestimmt schon längst vergessen. Dresden wurde nie geplündert. Also das können sie sich auch gerne dran erinnern, das ist einfach nichts. Ich meine, können sie auch nochmal machen. Da kann man nichts plündern. Meint ihr? Ich glaube, es ist die schönste Stadt Europas. Das ist ein Grund, es war die schönste. Hier sieht man, wie sich langsam King das Bierflasche füllt. 80% im Moment. Der Braumeister muss halt erstmal was trinken, bevor er wirklich wieder Sache sein kann. Genau, das Flasche oder das Fass? Der braut jetzt ein neues Fass voll, ne? Das Bier muss halt gären. Die Gärung ist gleich abgeschlossen, dann kann es weitergehen. Ja, der Braumeister hat ja eindeutig andere Prioritäten als die anderen Herrscher in Europa. Wir wissen, worauf es ankommt im Leben. Aber wofür braucht ihr denn so viel Geld? Betrüge. Und Bier, ne? Nee, also wenn ihr braucht, dann weiter geht's. Also er braucht ja die edelsten Fässer und die kosten ja. Also wie ich eben sagte, treff mich zur Entscheidungsschlacht, wo auch immer wir wollen. Und dann beenden wir diesen Krieg danach. Offenbar hat unsere fremde Regierungsform unsere gesamte Flotte aufgelöst. Eure gesamte? Also fast die gesamte. Er braucht da schon Flotte, ich meine, das ist bei euch nicht so wichtig. Ungefähr 100 Schiffe wurden aufgelöst. Autsch. Ne, es ist halt, wenn man sich da betrinkt, dann passieren solche Sachen. Was machen eigentlich die Franzosen hier? Die rennen weg. Ich weiß, dass die wegrennen, aber was wollen die hier? Ja, unser werter Verbündeter aus dem Johanniterorden. Also, wir hoffen, dass die es reicht, um eure Flotte wieder aufzubauen. Oh, dann würde ich mal das Angebot nach Lothringen schicken. Ja, lass uns mit dem Sachsen erst noch. Muss der ja nach Hause, der Arme. Das wohl war. Also, wo wollen wir uns treffen? Ist eigentlich erschreckend, wie leger hier mit den Leben von Hunderttausenden von Soldaten umgegangen wird. Wir sind Soldaten, sie wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Oh, ein Darlehensangebot aus Moskau. Ich glaube nicht, dass sie sich darauf eingelassen haben, dass sie einfach nur sinnlose Schlachten geschlagen werden. Oh doch, das ist Einstellungsmerkmal Nummer 1 in Sachsen. Sinnlos? Es geht um die Ehre des Landes. Ja, Ehre. Ehre, Schmiere, sagen wir immer. Und vor allem darum, dass der Kaiser genügend Prestige hat. Der ist gerade Kaiser, aber Sachsen wieder. Ja, der sächsische Kaiser, quasi unterbrochen. Ununterbrochen, so. Quasi. Also, unsere Männer stehen hier und hungern. Wie sieht's aus? Wollen wir uns endlich mal... Wir bringen euch was zu essen. Das ist doch... Hätte der Herzog aus Bayern Zeit für ein Gespräch mit der Hanse? Ja, okay. Das hat sich begeistert angehört. Wer so nett fragt... Also bei der Doppel-Null auf beiden Seiten, ja, sah es gerade witzig aus. Das sind alle hochmotiviert. Unser General ist auch so ein Doppel-Null. Mhm. Ja, die Sachsen haben die bessere Disziplin. Was? Warum? Ja, okay, das war's. Aber da ist eine Armee. Fehler wurden gemacht. Wie ist das passiert? Da waren wohl falsche Befehle gegeben. Okay, die Armee ist tot. Ist da das Bier aus Jerusalem gerade geliefert worden? Oder was? Ja, das war wohl. Der eine General verstand, er soll sich zurückziehen, wer der Rest sagt hat, nee, wir bleiben doch hier, und dann gab's Chaos und naja. Der wird auch gleich gefeuert. Das hätte doch gewonnen werden können, war jetzt einfach nur eine Marge, von daher, naja, wir reden nicht weiter drüber.
Das heißt, Sachsen muss jetzt bezahlen, oder wie? Sachsen muss bezahlen, genau. Ja, belastend. Wir schicken, wie wär's denn mit, aus, was habt ihr hier? Oh, pff, da geht aber mehr, ne? Man freut mich jetzt schon, mit Lothring weiter zu verhandeln. Wir könnten auch natürlich Bamberg und Bayern zurückgeben, ne? Das wäre auch angebracht. Oder wenn eine Festung vorher besetzen wollen? Das würde die Hanse sehr unterstützen. Hm. Erniedrigen? Was haltet ihr davon? Wir fühlen uns gerade sehr erniedrigt. Finden Bamberg an Bayern hört sich großartig an. Schließlich ja, haben die Bayern die ja auch. Auch schöner aus. Ja, ja. Hätten wir vielleicht gemacht, wenn Bayern den Papst nicht durchgelassen hätte. Wir waren in Geldnot. Wir haben auch lieber Geld, als euch die Provinz zurückzugeben. Ah, ja, gut, das ist ein gutes Argument. Das muss man leider sagen. Aber hey, das war dem Kaiser seine Unterstützung in den Niederlanden wert. Ja, Niederlande, ihr dürft jetzt auch. Jetzt. Sehr gut. Ihr hättet auch Magdeburg an die Hand. Ach nee, das hättet ihr nicht. Ich wollte gerade sagen, ihr habt den Kern aufgegeben. Haha, die Bahamas sind gefallen. Die Bahamas? Wo ist denn das? Da. Wir haben die Piraten besiegt. Wir beglückwünschen die Niederlande zu ihren rechtmäßigen Eroberungen in England. Vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die mich hier so tatkräftig unterstützt haben. Ich darf euch wohl nicht fragen um 4000 Dukaten, die ja. Nein, ist schon gut. Sieht sehr schlecht aus. Hab ja fast gedacht. Warum will Frankreich jetzt nach Sachsen? Weil sie mit uns im Krieg sind. Warum sind sie mit euch im Krieg? Ist die bessere Frage. Ja, sie was? Ja, dann also sind wir auch dabei. Wenn alle, dann wir auch. Da gehöre ich auch zu gutem Ton. Ich meine, wenn man nicht mit Frankreich im Krieg ist, ist ja schon ein bisschen schwach. Hat sich dein Marzin auch gedacht. Hört sich gut an. Die armen Franzosen haben auch keinem was zuleide getan. Wir können auf jeden Fall sicher sein, dass der Papst diesmal nicht hilft. Naja. So sicher wäre ich mir da nicht. Also wenn Waffenstiche noch gibt, werde ich mir schon sicher sein, auf Lothrings Seite. Es wäre Frankreichs leider ein Lost Cause. Da wird überhaupt noch was übrig bleiben, wenn jetzt alle fertig sind. Wahrscheinlich, weil sie gegenseitig so überbacken, dass es überbleiben wird. Das ist wahrscheinlich Frankreichs Hoffnung, dass sich die Besatzungsarmeen im gegenseitigen Weg stehen. Wobei Sardinien, Piedmont schon relativ gut das Kernland besetzt hat. Ist auch unser Ziel gewesen. Was soll denn gefordert werden? Einfach weiteres Kernland von Frankreich oder Übersee? Beides. Und dann wieder den Schinken, oder wie? Natürlich. Nein, also der Schinken, der ist ja relativ unparteiisch da. Sachsen tritt noch gegen uns nach, also jetzt haben sie auch unsere Kaufleute in den Dreck gezogen. Wenn da irgendwas Kaufleute, dann fragt sie Hanse, das waren wir nicht. Wir schätzen die bayerischen Kaufleute sehr, sie. Ach, als ob die Bayern schätzen würde in irgendeiner Hinsicht. Natürlich. Wir haben. Guck mal, es liegt euch noch ins Gesicht. Wir glauben euch gar nichts, Sachsen, ja. Das ist okay für uns, das interessiert uns auch nicht. Es gibt nichts, was sie in Bayern haben könnten. Sie hatten nur unsere Handelsinteressen gefährdet, deswegen der Krieg war nicht, weil wir etwas persönlich gegen sie haben. Es ist schon sehr schwach, dass ihr nichts persönlich gegen sie habt. Warum sollten wir? Sie sind weit weg. Sie sind Sünder. Sie sind Protestant, das ist ja alles eine komische Mischung da im Süden. Sagt ein Katholike einem Reformierten. Wir müssen euch zustimmen, dass die Protestanten wirklich sehr, sehr stark vom rechten Weg abgekommen sind.
Sie haben den rechten Weg noch nie gefunden. Ich finde es sehr interessant. Was war eigentlich. Ja, verwirrt. Hatte Neu-Sardinien oder Sardinien-Piemont besser gesagt nicht Lothringen im Stich gelassen in dem letzten Krieg? Nein. Nein. Und die haben sich nur rauskaufen lassen. Ja. Also sie hatten 8000 Dukaten Schulden. Ich denke, es ist das legitim auszutreten. In der Sachse schon rumheult wegen 4000. Rumheult, ich bitte euch. Wir haben es gehört. Die Tränen sind geflossen. Das tun sie doch immer bei den Sachsen. Richtig. Wer mal Gold rein will, ist schon frech. Ach, der Sachs ist ja wieder Kaiser. Immer noch. Oh. Ja, die Frage ist, wie lange noch? Also wenn hier. Solange die Kuhfürst weiter so verzweifelt dumm wählt, ist das okay für uns. Wenn hier Burgund umschwenkt. Also, ich würde Lothringen wählen. Ein schwerer Tag ist gekommen. Godfrey, der Fünfte, ist verstorben. Ich fällt euch auch auf, dass niemand Lothringen wählt. Ja, aber wir können für Kürfis sind. Godfrey der Fünfte. Achso, jetzt ist Godfrey der Sechste. Wir mussten gerade überlegen, ob wir einen Baldwin oder einen Godfrey haben wollen. Aber es kann nur ein Godfrey auf den Thron. Ja, ein Fanatiker, das gefällt mir doch. Bitte was? Er glaubt an die Kraft des Biers. Der Braumeister ist fanatisch. Und er ist fanatisch Bier gebraut. Nun, Bayern glaubt an die Kraft des Biers, natürlich. Bayern, bitte hört auf, unseren Verbündeten schlecht zu kopieren. Und die Korruption ist auch bald ausgerottet. Mein Glückwunsch. Dann verdienen wir sogar Geld. Da darf man eben nicht Geld drucken. Oder was war das? Oder nee, die Währung, wie war das? Die Währung? Entwertet. Entwerten, ja. Ich guck mir dabei mal hier ein bisschen Asien an. Es herrscht da fast Frieden in Europa. Wird nur Frankreich eingesammelt. Buchhaare existiert. Und Litauen macht sich auch ganz gut, scheint hier gewachsen zu sein. Wie war's, ihr sollt Litauen angreifen? Das kann man natürlich so verstehen, ja. Hätte der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches kurzzeitig für ein Gespräch. Aber sicher, nachdem ich darauf hinweisen möchte, dass nach meinen Worten der König ein Bündnis mit Litauen geschlossen hat. Ja, wir müssen die stabilen katholischen Länder schützen. Ich sehe das schon. Da treffen wir uns im Kaiserraum. Offenbar wurde ein Dschihad gegen Jerusalem ausgerufen von den Bengalen. Von den Bengalen? Seit wann interessieren die sich denn für? Das wissen wir auch nicht. Aber die haben erst einen weltweiten Dschihad gegen Jerusalem ausgerufen. Was bedeutet das? Dass alle muslimischen Länder einen Kriegsgrund gegen uns hatten. Na gut, den hatten sie wahrscheinlich vorher auch schon. Jetzt haben es aber alle. Da wird sicherlich das Bündnis mit der Hanse abschreckend wirken. Müssten wir einen Gegenkreuzzug machen. Gibt's jetzt Krieg um Litauen oder was? Dass die sich jetzt alle besprechen. Weiß nicht. Wer macht denn eigentlich? Also wer ist denn jetzt alles in den Geheimgesprächen? Die Hanse und der Kaiser, oder? Sonst niemand. Ja. Ja. Sardinien hat die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Partikularisten zu kämpfen, also. Ja, ist stabil wie immer, das Land. Das kennen wir doch. Vielleicht lieber die
französischen Gebiete komplett der Gascogne überlassen. Ja, oder Lothringen. Kann das bestimmt besser verwalten. Dann fühlt er sich jetzt auch gar nicht angesprochen. Er ist leider, hat da eine Verbindung verloren. Oh, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Wir hoffen, dass er bald wiederkommt. So, Herr Kaiser ist wieder da. Da versuche ich hier gerade jemanden zu provozieren, der gar nicht da ist. Das ist ja peinlich. Wer wurde provoziert? Ich habe versucht, Sardinien Piemont zu provozieren, aber General Hubkraft hatte gerade die Verbindung verloren. Ja. Der Herr ist schon wieder eingeschlafen. Zieht ihn aber auf. Ja, was ist denn jetzt das Ergebnis der geheimen Geheimverhandlung? Nichts. Dann wollte ich wieder Magdeburg zurück, habe ich gesagt, nein. Nö. Da dachten wir, jetzt passiert was Interessantes in Richtung Litauen, oder? Händler, die wollen eigentlich immer komisch die Handelsdeals anreden, die am Ende einfach nur schlecht sind und die keiner haben möchte. Hat die Hanse euch den Kauf von Magdeburg für 4000 Dukaten vorgeschlagen, oder? Nee, die hat mir Provinz von anderen Leuten angeboten. Wir haben ihnen ein super Angebot gemacht. Magdeburg gegen Bayreuth und Würzburg. Leider haben sie es abgelehnt. Wir können auch nicht verstehen, warum. Warum? Schaut mal Bayern, ich habe sogar Provinz nach solchen Sachen abgelehnt. Das ist ja nicht schön. Warum glaubt ihr denn, dass ihr bayerische Provinzen verkaufen könnt? Das glauben wir nicht. Aber man kann ja mal probieren. Hat sich zuerst danach angehört, als wird aus dem Satz, das glauben wir nicht, nur das wissen wir sogar. Und was sagt denn Bayern dazu? Dass ihr ich würde ganz gerne mal kurz mit dem sächsischen Kaiser sprechen. Kein Kommentar, gleich beim Kaiser beschweren. Ich muss mal kurz im Kaiser drohen. Aber Nürnberg ist jetzt schon integriert. Selbstverständlich. Das war der Sinn des Krieges. Wieso war das so wichtig? Da wir sehr ungern im Süden freie Stadtstaaten hätten, die schnell besetzt werden können, im Zweifel. Wir können sie ja freilassen. Nein. Und es ist besser, wenn euer eigenes Land besetzt wird? Im Zweifel ja. Außerdem können wir doch so den Handel deutlich besser kontrollieren. Und wir hatten, unsere Diplomaten waren nach der Vereinigung der Hanse so überfordert, dass wir doch einige Vasallen direkt in unseren Staat integrieren müssen. Ja, das verstehe ich. Was macht denn Dalmatien hier? Wo? In Augsburg. Wir sind auf dem Weg nach den Überresten von Frankreich. Ich glaube, ihr kommt zu spät. Wir sind Erster. Ja, dann warten wir halt eben. Okay, gut. Man kann den Lothringen, kann man Schlange stehen. Mhm. Wir landen gerade eben an. Mit einer sehr speziellen Armee. Wir nennen sie das Kanonensturmkommando. Das wäre jetzt echt schlecht, wenn ihr in den Krieg gezogen werden würdet. Und eure ganzen Kanonen da gefangen werden. Es wäre eh sehr schlecht, wären wir in einem Krieg, da wir uns immer noch nicht vom Bayernkrieg erholt haben, da wir die ganze Zeit in irgendwelche anderen Kriege reingezogen wurden. Immer die anderen. Habt ihr nicht den Krieg von der Niederlande praktisch? Das war die Niederlande. Sicher. Ganz alleine haben die sich das überlegt, ne? Also, seht, dass wir nur ein Gebiet aus dem Krieg bekommen haben. Warum sollten wir unseren direkten Nachbarn, dem uns so stark stärken, gegen den wir doch erst einen Krieg hatten vor ungefähr 20 Jahren? Leuchtet eine, ja. Das sind, glaube ich, ein bisschen mehr als 20 Jahre her. Ja, ihr habt wahrscheinlich recht. Und, wie laufen die Belagerungen so? Gut, gerade eben ist die Hauptstadt von Französisch-Kolumbien gefallen. Irgendwie läuft das Spiel gerade sehr langsam. Woran liegt's?
Ja, uns fehlt ja noch der Herr. Ach so, der versucht nur wieder reinzukommen. Ja. Ach, hat er einen ganzen Internetausfall gehabt oder was? Er ist immer noch nicht da. Vielleicht liegt es am südfranzösischen Wein. Gut möglich. Ja, hätte er doch den guten Bier geholt. Ist ja vorne bei den beim Brauerei Imperium auch passiert. Aber warum dann nicht Bayern? Na, Bayern meldet sich in letzter Zeit auch gar nicht mehr zu Wort. Nur bei jeder kleinen Gefahr rennen sie zum Kaiser. Wir sind ja immer noch in Verhandlung, oder? Ja. Wir sind sehr interessiert, was dabei herauskommt. Und Sardinien, Piemont wählt jetzt auch nicht mehr Bayern, da ist Sachsen erstmal sicher. Aber in der Hanse wählen wir jetzt Sachsen. Die Hanse will sich mal wieder einschmeicheln. Sachsen bemerkt das wahrscheinlich nicht mal mehr. Dann versucht ihr dann wieder Magdeburg zu bekommen. Ja, das haben wir aufgegeben. Im Moment versuchen wir, dass Sachsen nicht Bayern unterstützt. Bei eventuellen unrechtmäßigen Erbansprüchen auf Ansbach. Unrechtmäßig? Das sind unsere rechtmäßigen Gebiete. Da Ansbach eins von den Hohenzollern regiert wurde und wir den Staat Brandenburg in unseren Staat integriert haben, gehören uns rechtmäßig diese Gebiete laut deutschem Erbrecht. Also hier steht, Bayern ist die Primärnation und wird diese Kernprovinz niemals verlieren. Ja, Kultur, aber die Kulturen ist doch egal. Also uns kam das auch nach einem selbst für hiesige Verhältnisse ziemlich fadenscheinigen Grund. Ja, also wenn er aus Rom kommt, dann... Hab ich mal den Kriegsplan für den 100-jährigen Krieg angeguckt? Also, dagegen sind wir die rechtmäßigsten Herrscher von sehr vielen. Nun gut, wir werden mal Gegenkreuz bemerkenswert, dass es das rechtmäßig bei der Hanse so ein steigerbarer Begriff ist, ne? Also, es gibt also weniger rechtmäßig und mehr rechtmäßig. Es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, es gibt sehr, sehr viele Grauzonen. Und ja, bei der Hanse offensichtlich, ja. Ja, man guckt euch mal die Grenze zwischen Hanse und Sachsen an, das sind sehr viele weiße und Grauzonen. Aber was keine Grauzone stimmt, ist, dass wir Sachsen wählen. Ah, sehr schön. Vorsicht, der will doch bestimmt wieder was dafür haben. Ich glaube, das ist eher Schleim. Ja, oder er hat Angst, ja, das kann natürlich auch weil sein. Ich habe gerade relativ lange mit seinem neuesten Rivalen, Feind Bayern, geredet, von daher hat er wahrscheinlich Angst. Oh, hier sehe ich was Interessantes. Das könnte jemandem nicht gefallen. Ah, werte Dalmatier, wir sehen, ihr habt auch Kanonen in Frankreich. Ja. Wir brauchen aber nicht viel. Das ist schön, dann baut ihr die Provinz ein bisschen auf mit eurem Blei. lohnt es sich, wenn der Sardinia noch reinkommt, oder nächste Folge? Moment, ich schau mal kurz. Was sagt die Uhr? Ja, tatsächlich, die Folge ist schon fast wieder vorbei. Dann können wir das auch gleich in der Aufnahmepause machen. Und jetzt ist Dalmatien fertig. Was wurde hier erobert jetzt von Frankreich? Ja, auch wieder übersehen. Kleinigkeiten in Afrika. Wir wünschen euch zu der neuen Grenze. Dalmatinisch-Guinea gibt es jetzt hier. Ja. Sind da 100 Dalmatiner? Wir wollen nur kleine Gebiete in Amerika. Nichts Wichtiges, ne? Ja, überhaupt nichts Wichtiges. Also wenn die Hanse sagt kleine Gebiete, dann bin ich skeptisch, ob das so wenig ist. Nur unsere rechtmäßigen Ländereien. Das ist doch bestimmt hier um ganz Kolumbien wahrscheinlich. Das ist ein sehr kleines Gebiet. Im Vergleich zur Welt. Oh, was passiert denn hier? Die Hanse verliert. Oh, danke für diese Nachricht. Oh ja. Das waren nicht die besten.
Söldner. Eine Schande. Werden sie dafür gleich gefeuert? Ich glaube, das sie übernehmen ja schon die Portugiesen für uns. Nein, übernehmen. Das ist ja peinlich. Das mir wäre es ja sehr unangenehm. Kostet bestimmt Prestige. Portugiesen sind in der Kolonie noch eine starke Macht? Naja. Das also Wort mehr stark als in Europa. Ist okay, aber es wäre mir als erstes eingefallen. Deutlich mehr als in Europa. Wirklich. Na gut, dann machen wir mal kurz eine Pause, damit General Hubkraft wieder reinkommen kann. Was macht denn hier der Kirchenstaat? Will das hier so ganz heimlich wird hier Spanien überfallen? Das gibt's ja wohl nicht. Na, wir helfen nur Aragorn, seine alten Gebiete zurückzubekommen. Und wie alt sind die denn, die Gebiete, die sie da zurückbekommen? Und hier auch wieder Katholiken? Da wird auf einer Seite wird hier vorgegeben, Katholiken zu verteidigen, indem mit Litauen ein Bündnis geschlossen wird, und auf der anderen Seite werden die Spanier überfallen. Das ist ja ungeheuerlich. Das bleibt ja in der Zeit, katholischen, ne? Familie. Das bleibt sogar in der spanischen Familie. Also, das. Wir waren vorhin schon beim Thema fadenscheinig. Das scheint mir hier doch sehr dazu zu passen. Na gut, dann holen wir mal General Hubkraft wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.